Unsere Themen am Montag: Tag des Meisters in der Stadthalle, Dogfestival im Strombad und O Zapfdies, Oktoberfest auf dem Altmarkt. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Ich bin schon 17. Fein, dann gibt es 2 Jahre Gratisversicherung auch für dich. Alles richtig gemacht. Möchtest du den Bar bezahlen? Papa! Die Suzuki Vorteilskollektion mit dem Swift. Nur bis zum 30. Juni. Suzuki. Way of Life. Aktion verlängert bis Ende September. Im Autohaus Lewandowski in Kiekebusch. Ein veranstaltungsreiches Wochenende liegt hinter uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Auf die ein oder andere Veranstaltung kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt erst einmal Folgendes. Schluss mit den Ausreden, Tagebau Jenschwalde Nord stoppen. Das fordern die Tagebaugegner. Sie haben heute Mittag vor dem Radisson Blu Hotel protestiert. Grund ist der 18. Brandenburger Energietag. Bei der Konferenz im Radisson wurde über die Energiewende und erneuerbare Energien gesprochen. Ein Statement dazu jetzt von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Ja, die Lausitz war eine Energieregion, sie ist es und ich bin ganz sicher, dass sie es auch bleiben wird. Wir werden noch sehr lange sehen, dass wir hier die Braunkohleverstromung haben, aber in der Lausitz wird auch an erneuerbaren Energien geforscht und entwickelt. Das wird eines Tages die Zukunft sein, wenn wir genügend Netze und genügend Speicher haben. Und ich bin ganz sicher, dass in der Lausitz, wo die Menschen wissen, wie wichtig Energieproduktion ist, hier auch ein großer Beitrag dazu geleistet wird. Beim Brandenburger Energietag ist erstmals auch der Energieeffizienzpreis verliehen worden. 3 Unternehmen haben ihn bekommen. Sie haben Projekte entwickelt, die sich durch besonders hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auszeichnen. Und damit kommen wir jetzt zum Rundumschlag vom Wochenende. Los geht es in der Stadthalle. Hier sind am Samstag über 600 Handwerker zusammengekommen. Nein, sie mussten nichts reparieren. Im Gegenteil, dieses Mal haben sie im Fokus gestanden. Die Handwerkskammer Cottbus hat Meister und Unternehmer ausgezeichnet. Fotograf Thomas Goethe hatte am Samstag wenig Zeit zum Durchatmen. 166 frisch gebackene Handwerksmeister wollten ein Foto von ihm. Die Cottbusser Handwerkskammer hat in der Stadthalle den Tag des Meisters gefeiert. In großem Rahmen wurden hier die Meisterbriefe überreicht. Thomas Goethe stand auch einmal an dieser Stelle und diesmal wieder. Es wurden nämlich nicht nur Jungmeister ausgezeichnet, auch silberne Meisterbriefe wurden verteilt. Die gibt es für 25 Jahre als Meister. Eine lange Zeit, die Thomas Goethe gar nicht so lange vorkam. Es hat sich nicht so angefühlt, als wenn das 25 Jahre gewesen wären, seitdem ich den richtigen, also den grünen Meisterbrief bekommen habe. Es war eigentlich klar, dass ich mich selbstständig machen wollte oder die Firma meines Vaters übernehmen möchte. Und da war es einfach notwendig, den zu machen. Und zum anderen war es auch ein Ansporn, irgendwie noch sich weiter zu qualifizieren. So, ne? So geht es auch Nicole Fengler. Sie steht noch fast am Anfang. Die Friseurin ist eine der Jungmeisterinnen, aber nicht einfach irgendeine, sondern Jahrgangsbeste. Da gehört schon einiges dazu, dennoch kämpft die Friseurbranche noch immer mit Vorurteilen. Als Meisterin mit eigenem Salon will sie nun mehr denn je dagegen ankämpfen. Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, unser Image. Ne? Friseure, ach so, konntest nichts anderes oder so. Ne? Aber ich finde das total gemein, weil es ist echt ein harter Job, ein total schöner Job, ein kreativer Job. Und ich mache das auch immer wieder gerne. Und jetzt, oh ja, jetzt so, wie ich Lust habe in meinem eigenen Salon. Nicole will nun selbst Friseure ausbilden. Genau sowas möchte Peter 30 sehen. Der Präsident der HWK Cottbus will, dass möglichst viele top ausgebildete Handwerker in der Region bleiben und ihr Wissen weitergeben. Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es den Tag des Meisters. Peter 30 will noch viele weitere Handwerker wie Nicole Fengler oder Thomas Goethe hier sehen.
erstmal, wir haben ja drei Generationen hier gehabt, nicht? Es waren die grünen Meister, die jetzt ihren Meisterbrief bekommen haben. Das ist natürlich ein Höhepunkt im Leben eines jeden Handwerkers. Das ist so, ich spreche da aus Erfahrung, ja. Und dann sind es die Kolleginnen und Kollegen, die 25 Jahre Meister sind. Und dann haben wir noch die Betriebsinhaber, die jetzt 25 Jahre ihren Betrieb haben. Und wer 25 Jahre in der Marktwirtschaft sich behauptet hat, der hat manche Höhen und Tiefen erlebt. Und ich denke, das ist ein würdiger Rahmen, das zu ehren. Mehr als 7000 Meisterprüfungen wurden in den letzten 25 Jahren bei der Handwerkskammer Cottbus abgelegt. 166 kommen nun wieder dazu. Sie sind auch einer der Motoren der Region. Das soll auch die nächsten 25 Jahre so bleiben. Bleiben wir gleich noch bei Nicole Fengler. Die Jungmeisterin lebt seit klein auf für das Handwerk. Im familieneigenen Friseursalon ist sie groß geworden. Was Nicole einmal werden will, das stand für sie schon im Kindergarten fest. Hier ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger. Nicole hat genaue Vorstellungen, wie die Frisur am Ende aussehen soll. Mit voller Leidenschaft schneidet sie ihrer Stammkundin Gabi die Haare. Ich bin immer sehr, sehr zufrieden mit Nicoles Haarschneidekunst, weil ich finde, dass sie ganz toll die Haare schneidet. Und dass sie auch auf den Typ eingeht, auf die Kundenwünsche. Und ich fühle mich danach immer super. Also ich kann auch mit dem Haarschnitt und mit der Frisur selber sehr gut umgehen, und das ist immer wichtig, finde ich. Das Haareschneiden liegt Nicole im Blut. Schon ihr Urgroßvater war Friseur. Die Familientradition wollte sie unbedingt fortsetzen. Ich wollte schon immer Friseur werden. Schon in der Schule wollte ich Friseur werden. Da wusste ich, das gab gar keine Alternative dafür. Also ich wollte Friseur werden und habe das auch ziemlich zeitig angefangen. Genau, in der Schule schon, bei Klassenfahrten, allen die Haare geschnitten, mehr oder weniger gut. Genau, und dann nach der Schule in die Ausbildung gegangen. Vor einem Jahr hat sie ihre Meisterausbildung begonnen. Als Jahrgangsbeste im Friseurhandwerk hat sie diese dann im März abgeschlossen. Nicole braucht immer was zu tun. Ob nun die Meisterausbildung, die Arbeit im eigenen Salon oder das Familienleben zu Hause. Schließlich ist sie Mutter von 4 Söhnen. Nebenbei ist sie noch Make-up- und Hairstylistin auf Hochzeiten. Die Verwandlung der Braut macht sie jedes Mal aufs Neue stolz und glücklich. Das Make-up ist ganz wichtig, die Frisur ist ganz wichtig und das wird im Vorfeld geprobt. Am Tag der Hochzeit fahre ich dann hin, wo die Trauung stattfindet. Meist werden Hotels gebucht oder bei Großeltern oder bei Eltern, wie auch immer. Ja, und dann ist es einfach total schön zu spüren, wie die Braut dann sich immer wohler fühlt und sich verwandelt. Und dann übergebe ich sie quasi immer ganz frisch ihrem Bräutigam oder dem Vater, der sie dann halt weiterführt. Und das ist dann schon, das macht sehr viel Spaß. Doch nach getaner Arbeit freut sich die Jungmeisterin einfach nur auf zu Hause. Familie und Job unter einen Hut zu bekommen, ist zwar nicht immer leicht, aber sie erhält dabei große Unterstützung. Es ist eigentlich immer eine Organisation zwischen mir, meinen Lebensgefährten, meinen Schwiegereltern, meiner Mama und meine großen Söhne, die helfen auch mit, wo sie können. Hallo! Besonders der Kleinste in der Familie freut sich, wenn Mutti dann endlich nach Hause kommt. Ihr Partner Merten ist selber Handwerksmeister und weiß, wie stressig der Alltag sein kann. Ja, natürlich. Es war ja auch ein langer Weg bis dahin. Ich bin jetzt ein bisschen der Mann im Hintergrund und unterstütze sie, wo ich kann, aber im Großen und Ganzen packt sie das schon super. Für Nicole gab es bisher keine Zweifel. Sie geht ihren eigenen Weg. Ja, das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Handwerkskammer. Wir wurden stets super unterstützt und ja, würde ich jederzeit wieder so machen. Zu mehreren Körperverletzungen ist es am Wochenende gekommen. Im Puschkin-Park wurde ein Jugendlicher von einem Mann ins Gesicht getreten. In der Straße der Jugend sind 2 junge Männer ebenfalls von 2 Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Ein weiterer Vorfall hat sich gestern Nachmittag ereignet. In der Lessingstraße ist ein 24-Jähriger von einem Mann angegriffen worden. Er verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. In allen Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.
Sie sind besonders treue Begleiter des Menschen, Hunde. Sie merken schnell, wenn es zum Beispiel ihren Besitzer nicht gut geht. Doch immer nur mit Frauchen oder Herrchen zusammen sein, ist ja auch langweilig. Am Samstag gab es für Bello und Co. vieles Neues zu entdecken. Hunde, die Kunststücke vorführen. Davon gab es am Samstag einige. Im Strombad hat das zweite Dog-Festival stattgefunden. Im letzten Jahr zum Internationalen Welthundetag wurde das Dog-Festival von Lisa Zschoppe ins Leben gerufen. Ja, ich habe selbst einen Hund, mittlerweile eigentlich schon zwei Hunde. Und meine Größere, die ist jetzt 3 Jahre alt, Inara, die hat mich eigentlich dazu bewogen, dieses Dog-Festival ins Leben zu rufen, weil sie ist untypisch für eine Bordeaux-Dogge doch sehr aktiv. Und bei den Spaziergängen habe ich einfach festgestellt, irgendwie braucht sie mehr Bewegung, mehr Sport, will ein bisschen mehr gefördert werden. Und da waren so eine Spaziergänge im Sinne von Gassi gehen einfach ein bisschen öde. Dieser Tag soll daran erinnern, welche Leistungen Hunde für uns Menschen erbringen. Und diente gleichzeitig als Informationstag für Hundehalter zu den Themen Ernährung, Hundezubehör sowie Spielzeugen und mehr. Schwerpunkte des Tages waren unter anderem Hundeführungen und Mitmachaktionen für Mensch und Tier, wie zum Beispiel das Dogdiving. Dabei stach ein Hund besonders hervor, und zwar der 8 Jahre alte Baloo. Seit 2013 nimmt Baloo beim Dogdiving teil, und das mit Erfolg. Denn 2013 und 2014 wurde er Deutscher und Europameister. Dabei begann alles mit einem Zufall. Das Dogdiving war ein Zufall. Da war in Erfurt eine Hundemesse gewesen und es war so warm. Und da dachte ich, naja, lässt den Hund mal ins Wasser zum Abkühlen. Und da war der so gut, da wurde man halt eingeladen, zur nächsten Messe zu kommen. Und da hat er sich eigentlich so nach oben gesprungen, sozusagen. Das Dog-Festival ist aber nicht nur für Hundebesitzer. Auch Hundeliebhaber ohne eigenen Hund, wie Ordnungsdezernent Thomas Bergner, sind hier herzlich willkommen und können ebenfalls die Angebote des Festivals in Anspruch nehmen. Wichtig ist, dass es erstmal wahrgenommen wird, dass es in der Stadt Cottbus so etwas gibt. Und dann wäre es auch ganz wichtig, wenn Nicht-Hundebesitzer sich das mal angucken kommen. Da kann man nämlich zum einen erstmal die Scheu vor dem Hund verlieren und zum anderen vieles verstehen, was damit zusammenhängt. Und deswegen denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges und gutes, eine gute Möglichkeit, eine gute Plattform, Nicht-Hundebesitzer und Hundebesitzer zusammenzubringen. Wenngleich ich auch glaube, dass selbst Nicht-Hundebesitzer doch ein großes, weites Herz doch für Hunde haben. Das geht mir ja so ähnlich. Das Festival wird einmal jährlich im Spätsommer veranstaltet. Für Hunde und deren Besitzer ist es ein schönes Ereignis, um sich näher zu kommen und voneinander zu lernen. Der Ausnahmezustand geht in München in eine neue Runde. Seit Samstag sieht man dort vorrangig Frauen im Dirndl und Männer in Lederhosen. Sie feiern ausgelassen das Oktoberfest. Doch warum bis nach Bayern fahren? Auch hier in der Region gibt es an jeder Ecke einen Ableger der Wiesen. So zum Beispiel auf dem Altmarkt. Hier wurde gestern wieder ordentlich gefeiert und natürlich auch getrunken. Unser Reporter Nando Schwiekal hat mit dem passenden Outfit mitgemacht. Grüß Gott, es ist endlich wieder soweit. Die Wiesenzeit hat begonnen und die Leute strömen nicht nur nach München auf die Theresienwiese, sondern auch hier nach Cottbus auf den Altmarkt, denn das Braunbistro veranstaltet hier auch ein Oktoberfest. Und ob die Stimmung hier genauso ist wie in München oder zumindest mithalten kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Doch bevor die Wiesengaudi starten kann, muss erst einmal das Bier fließen. In diesem Jahr probiert sich Landrat Harald Altekrüger beim Fassanstich. Der Rekord liegt bei 3 Schlägen. Die gilt es zu unterbieten. Zwei Schläge, neue Bestleistung. Doch so richtig will der Gerstensaft nicht laufen. Zum Glück sind die richtigen Bierexperten sofort zur Stelle. Herr Altekrüger, Sie haben das Fass angestochen. Mal aus Ihrer Sicht, wie lief's? Na wunderbar. Ich habe selber gestaunt, dass es mit 2 Schlägen geklappt hat. Ja, man musste ja noch ein bisschen nachjustieren, aber war ja vielleicht nicht Ihre Schuld. Nochmal die Frage, ganz ehrlich, haben Sie heimlich geübt? Na, ich habe nicht heimlich geübt, weil das ist ja ein Originalbesteck. Und das muss man erstmal schon mal so machen. Ich habe früher schon mal ein Fass angesteckt, aber nein, noch hier für dieses nicht geübt. Vielleicht verlernt man das ja nicht wie Fahrradfahren, aber das lief ja so ganz gut und die Stimmung ist auch gut. Da bleibt mir nur zu sagen, 1-2 Xufert und dann können wir losstarten. Ja, können wir sagen, Ortschaft ist. Super. Dann kann es ja losgehen. Oktoberfest in Cottbus. We'll be right back.
Rund 600 Gäste. Das Zelt ist voll. Das freut auch die Gastgeber vom Brau und Bistro. Wo zapft sie's, das Bier fließt. Neben mir steht jetzt Herr Meier. Er holt mit seiner Frau zusammen schon seit mehreren Jahren das Oktoberfest hier nach Cottbus. Herr Meier, was gefällt Ihnen denn so am Oktoberfest? Trinken Sie gerne mal eine Mass oder dazu noch eine Brezel? Wie sieht es aus? Ja, ich persönlich trinke auch gerne Bier, auch mal gerne Mass. Und die Geselligkeit, die Stimmung, das macht einfach Spaß. Und die Leute sind entspannt hier und feiern. Und ja, das ist einfach eine tolle Sache immer. Feiern, das kann auch Oktoberfest-Reporter Nando und stürzt sich sogleich ins Getümmel. Grüß Gott, ich grüße euch. Sind wir denn hier in München oder wo sind wir gerade? In Cottbus. Und wie ist die Stimmung hier? Erzählt doch mal. Na sehr gut, Prost. Das Bier, schmeckt das auch? Ja, ist ja auch Paulaner. Na dann läuft, dann würde ich sagen Prost. Kann er da nicht mit an? Ich nehme mal das Bier. Oktoberfest funktioniert also auch in Cottbus. Das Bier läuft, das Essen schmeckt, die Stimmung ist gut. Da kann ich nur noch sagen, 1, 2, super! 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 Prost! Es muss also nicht immer das Original in München sein. Wir kommen jetzt noch zu Energie Cottbus. Der FCE hat auswärts gegen Auerbach mit 4:0 gewonnen. Das ist für Cottbus der höchste Sieg in der bisherigen Saison. In der Tabelle steht die Mannschaft jetzt auf Platz 6. Sie hat allerdings immer noch 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Zum Schluss unserer heutigen Sendung habe ich noch einen neuen Hoffnungsschimmer für alle Shoppingfans. Die Baugenehmigung für das zweite Blechenkarree könnte bald erteilt werden. Der Bau- und Wirtschaftsausschuss tagt dazu heute Abend. Die Einzelheiten erfahren Sie dann morgen bei uns. Dann begrüßt Sie hier mein Kollege Christian Risse. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Und Kraftwerke sollen. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de. In der kommenden Nacht ist es leicht bewölkt. Regnen wird es nicht, die Temperaturen gehen bis auf 8 Grad herunter. Der Dienstag startet bewölkt, im Tagesverlauf erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer geht auf 17 Grad rauf, es bleibt voraussichtlich trocken.
Für Sie öffnet nun zum 10. Mal die alte Chemiefabrik in der Vorweihnachtszeit ihre Türen. In der Zeit vom 25. November bis 17. Dezember steht alles unter dem Motto Lametta, Sternchen und Dinner. Party, Spaß und Unterhaltung gepaart mit kulinarischen Genüssen garantieren eine tolle Weihnachtsfeier. Lassen Sie sich von Edwina de Pota and Friends durch die Show begleiten. Staunen, lachen und wundern Sie sich über Gesang, Pantomime und Kraftakrobatik. Buchen Sie noch heute und sichern Sie sich Ihre Plätze für die atemberaubende 10. Weihnachtsshow. Lametta, Sternchen und Dinner. Informationen und Reservierung unter Cottbus 48 666 00 oder unter www.alte-chemiefabrik.de. Chino, Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Bewegendes Coaching. Lichtvolle Meditation. Inspirierende Seminare. Impulse für ein bewusstes Leben. Weitere Informationen unter chino-zentrum.de.